Haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, ob es für schottischen Whisky so etwas wie ein ideales Alter gibt? Naja, so generell ist wahrscheinlich nicht einfach zu sagen, besonders nicht für fassstarke Whiskys oder Whiskys aus dem Einzelfass, da streut es tatsächlich sehr breit, von sehr jung bis sehr alt. Aber wenn man sich die Standardabfüllungen anschaut und das quer durch die Destillerien und quer durch alle Altersstufen, dann könnte man schon ein bisschen auf den Gedanken kommen, dass es für schottischen Whisky sowas wie einen Sweet Spot gibt. Ein Alter, in dem sich die Fassreifung durchs Holz und die Spiritreifung durch die Zeit so ungefähr die Waage halten und wo ein ganz besonders trinkbarer und angenehmer Whisky rauskommt. Für mich persönlich ist das Alter so circa bei 18 Jahren. Das finde ich zum Beispiel bei Glengoyne so, wo der 18-Jährige einer meiner Lieblingswhiskys ist. Aber auch hier bei Bowmer, finde ich, ist der 18-Jährige Bowmer ein ganz besonders angenehmer und trinkbarer Whisky. Er ist mit 43% abgefüllt und er zeigt schon in der Nase wirklich sehr typisch die Charakteristiken eines Bowmers. Gekochte Früchte, tropische Früchte so im Anklang, zurückgenommen, durch das Alter schon etwas vergangen, ein bisschen Torfrauch, aber nicht allzu viel. Und dieser Eindruck setzt sich dann am Gaumen weiter fort. Auch hier ist er ein wirklich beeindruckender Bowmer, der viel von der Charakteristik eines Bowmers zeigt. Ich habe Maracuja als tropische Frucht, ich habe sehr viel duftige Noten drinnen, der Rauch wird stärker, präsenter, viel stärker und präsenter, als er in der Nase war. Dann haben wir so Süße auf dem Gaumen und hinten im Abgang wird der Rauch nochmal stärker und diese Eindrücke der tropischen Früchte bleiben hier und setzen sich fort. Der Abgang ist für einen 18-Jährigen, finde ich, extrem lang. Wenn Sie also einen Bowmer auf der Höhe seiner Reifung erleben wollen, dann sind sie mit einem 18-Jährigen natürlich sehr gut bedient. Auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, der kostet im Handel ungefähr 90 Euro. Und ich finde, das ist auf jeden Fall wert. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen wieder fürs Zuschauen und Slunch.